So, meine Freunde, der erste Tag in Bremen geht zu Ende, neigt sich jetzt dem Ende zu, sozusagen. Für euch ist es der Start des Vlogs, für mich ist es sozusagen das Ende vom ersten Video. Aber ich sage natürlich zum Start erstmal, lasst doch gerne einen Däumchen da oben da, lasst ein Abo da. Ich habe gerade noch Amos Pieper getroffen, schneide ich euch gleich direkt rein. Haben gerade noch kurz einmal gesprochen gehabt, kam auch gerade aus der Heimat wieder, haben noch gesagt, was für ein Wetter hier ist. Ich kann euch nur sagen, ich war gerade eben die ganze Zeit in Bremen unterwegs. In der Stadt hat mir das mal angeguckt und ich war tatsächlich das erste Mal so richtig Zeit, also mit Freizeitmäßig in der Stadt rumgelaufen und alles in Bremen und muss sagen, es war echt wunderschön. Wir machen uns jetzt noch einen Tee, genießen den Restabend sozusagen. Ich habe ja meine Mama nach Bremen mitgenommen, die ist das allererste Mal in Bremen und die hat es auch ganz, ganz viel Spaß gemacht. Wir waren gerade eben noch ganz lecker essen, haben aus allem praktisch dann noch das Beste gemacht, weil wir eigentlich woanders hätten sein müssen. Also Essen ist mit dabei, Weserstadion ist mit dabei. Bremen, so Sightseeing-mäßig. Könnt ihr einfach mal schreiben, wie ihr sowas findet. Ich würde morgen dann tatsächlich, eventuell morgen Abend, Vlog Teil 2 hochladen. Sonst eventuell am Mittwoch, den zweiten Tag sozusagen hochladen. Und falls es morgen dann doch zu spät wird, weil ich morgen ein paar Termine hier in Bremen habe. Ich hoffe, euch geht es da draußen gut und ihr konntet den Tag genießen. Freut euch jetzt über diesen Vlog, über diese ganz vielen Bilder, über ganz viele Videos aus Bremen. Und dann würde ich sagen, hören und sehen wir uns morgen wieder. Ah nee, wartet mal. Ich muss euch noch kurz einen Schal zeigen. Und zwar, Mama, wo haben wir den hingetan, den ich hier gerade eben geholt hatte? Ich habe den 125 Jahre Werder-Schal nämlich geholt gehabt. Und den wollte ich euch noch zeigen aus dem Fanshop. Der ist richtig schick. Und zwar ist das dieser hier. So, opalalala. Und dann auf der anderen Seite steht dann eben hier 125 Jahre Werder. Kauft euch den unbedingt auch. Ist aus dem Fanshop. Also war ich heute auch, habe auch ein, zwei Leute für euch getroffen und damit ganz liebe Grüße und jetzt viel Spaß beim Video. Guck mal, meine Mutter meckert gerade mit mir, weil ich zwei verschiedene Socken an habe. Das hat doch eigentlich erst richtig Style. Mit Loch drinnen noch. Ich finde, das sieht top aus. Eure Meinung in die Kommentare. So, wir fangen an im Wohnzimmer. Das ist jetzt das Wohnzimmer, die Schlafcouch für mich. Dann die Küche. Ja, das hier ist eigentlich das Highlight, was jetzt bei dem Wetter ein bisschen doof vielleicht ist, aber eigentlich mega, mega schön. So eine kleine Terrasse hier mit kleinem Garten. Das ist echt richtig schön, muss ich sagen. Dann gehen wir mal wieder rein. Zack, zack, ab. Wohnzimmer, meine Mama. So, Flur. Hier ist das Badezimmer drin, relativ unspektakulär. Und Schlafzimmer noch. Zack. Ja, auch hier auf schön gemacht. Das ist die Roomtour. Nein, ja. Krieg ich nicht ganz drauf, egal. Ja, passt. Warte, soll ich mal so? Ja. Nein, geht ja nicht, nee. Hä? Oh. Straßen. Guck mal hier, das sieht aber richtig schön aus. Mama hat auch schon gucken. Ja, Wasser. Und kann man draus trinken? Ja. Sehr schön. Gerade ganz spontan der Gedanke,
vielleicht einen Vlog heute auch schon aus Bremen zu machen. Ich gucke uns nämlich gerade die Innenstadt an. Und das ist ja, also ich bin das erste Mal gerade so komplett frei hier durch die Innenstadt am Laufen. Sonst eigentlich immer nur, hast du dann da mal irgendwie einen Termin oder da. Das hier ist sehr, sehr schön. Also wirklich sehr, sehr schön, die Bremer Innenstadt. Das macht richtig Spaß. Also ich weiß nicht, wie weit man mich hier die ganze Zeit versteht. Deswegen versuche ich es mal jetzt hier, weil hier ist eigentlich eine ruhige Ecke. Ja, wir filmen dann eigentlich so ein bisschen quer durch Bremen. Sind gleich noch in einem Restaurant eingeladen. Und da filme ich dann auch nochmal ein bisschen weiter. Waren schon am Weserstadion und schneide das euch alles irgendwie so ein bisschen zusammen. So einen Tag aus Bremen. Morgen, glaube ich, gibt es nochmal mehr zu sehen, weil wir morgen auch noch in der Loge sind im Stadion und so weiter und so fort. Das wird auf jeden Fall auch ein ganz, ganz geiler Tag. Ich hoffe, euch gefällt so ein Video auch. Mal so ein Einblick einfach aus Bremen. Ich meine, wenn man den Verein Werder verfolgt, ist es vielleicht für den einen oder anderen auch interessant, wie es so in der Innenstadt aussieht. Und da könnt ihr mir auch mal reinschreiben, wo ich vielleicht auch noch unbedingt mal vorbeigehen muss. Ja, oder auch welche Läden ich vielleicht mal unbedingt besuchen muss. Und dann werden wir das bestimmt mal tun. Also jetzt bin ich erstmal wieder 3 Tage in Bremen. Und ich werde bestimmt auch nochmal wiederkommen und mir noch viel, viel mehr anschauen. Das hätte ich schon längst mal machen müssen, merke ich auch gerade. Also allein schon, guck mal hier, Freunde, das ist ja durch jede Gasse, wo du gerade läufst, oder für uns ist es gerade so, durch jede Gasse, wo wir laufen, ist auf einmal irgendwas. Sind dann hier irgendwelche Gemälde. Hier ein Nakedai-Man. Ja, das ist jetzt auch so eine Sache. Ne? Und dann haben wir hier auch noch, also ich weiß gar nicht, was das alles hier ist, aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also touristenmäßig wunderbar. Freunde, ich ärgere mich gerade so sehr, dass ich den Selfie-Stick vergessen habe. Das hätte richtig, richtig noch schöner sein können dann. Kannst du nämlich ohne diese Wackler hier filmen. Ja, das hier war gerade eben unser Selfie-Stick, der Regenschirm. Da haben wir gerade eben das Handy mit reingemacht. Man muss nur kreativ sein, ne? Es ist wie es ist. Guck mal, da ist aber auch hier am Hafen. Wunderschön. Ich komme gar nicht mehr raus zum Film. Also ich muss wirklich sagen, Bremen hat echt, guck mal, jetzt sehe ich hier gerade so hinter so Graffiti-Wand und so, hier vielleicht nicht, aber Bremen hat echt richtig schöne Ecken. Ich hoffe, dass das so auch mit den Aufnahmen so rüberkommt, Freunde. Wie gesagt, ich habe Selfie-Stick und alles vergessen, aber das ist wirklich richtig, richtig schön. Ich filme euch das hier ab und dann ja, tue ich euch da gleich mit Musik das Ganze abspielen. Thank you.
So, kleine Planänderung. Jetzt sind wir doch woanders essen. Und zwar hier. Und dann schauen wir mal, was es hier gleich gibt. Es gibt jetzt gleich eine große Grillplatte. Wir sagen euch gleich, wie es ist. So, guck mal. Da ist aber eine Menge. Stell mal vor, Mama. Was ist das? Ja, Geschmackstest. Pommes sind gut. Das probierst du, ja? Ja, das sieht scharf aus. Das glaube ich nicht, dass ich das probieren sollte. Hier ist also eine Folienkartoffel. Die ist auch bestimmt geil. Aber das sieht ja auch, das sieht sehr lecker aus, ne? Guck mal. Ja, alles da. Wunderbar. Guck. So, meine Freunde, das ist jetzt aber für euch wirklich das Ende vom Vlog, würde ich mal sagen. In dem Sinne, ich wünsche euch allen weiterhin einen guten Wochenstart. Genießt die Woche. Ich melde mich dann morgen wieder bei euch. Lasst gerne, wie gesagt, ein Däumchen da oben noch da. Lasst ein Abo da und schreibt mir doch mal gerne rein, wenn ihr bis hierhin geguckt habt. Wie findet ihr so eine Art von Video, wenn wir dann auch mal in Bremen sind? Vielleicht ein bisschen von der Stadt zeigen. Vielleicht auch mal einfach so ein bisschen über die Trainingsplätze, wie auch immer. Schreibt mir rein, was ich unbedingt auch noch sehen muss, was ich besuchen muss, wen ich besuchen muss und so weiter und so fort. Ich bin jetzt raus. Euer Nico, nur das Beste für euch und ciao, ciao.